Servus. Ja. Servus, ihr Schlawiner. Hier ist der Knochen zusammen mit Kaiser Franz. Sie hat sich jetzt freiwillig entschieden, auch mal hier ein bisschen Krieg zu spielen. Auf See, freiwillig, ohne dass ich sie gefragt habe. Eigentlich hat Mir sie. wird er nur mit Schlägen bedroht, aber Naja, ich. das ist ja auch freiwillig irgendwie. Ja. Freiwillig gezwungen. So, wir haben nur Koop-Gefechte gemacht. Das heißt, das wird jetzt ihr erstes PvP-Gefecht sozusagen. Ich klicke auf Gefecht, du bist bereit, ja? Wir können loslegen. 7,8 Kilometer. Guck doch einfach auf da. Immer auf Artillerie Was? klicken. Reichweite deiner Geschütze. Ah, jetzt kapiere ich es. Okay. Aber da kannst du Also auch. ab dann kann ich erst schießen. Du kannst die ganze Zeit schießen, nur du wirst ja nichts treffen, wenn nichts in Reichweite ist. Ne? Ja, das meine ich. Okay. So, mal gucken, ob hier Zerstörer mit dabei sind. Kann natürlich gut sein, weil, wie gesagt, PvP ist ja plus 2, also plus 2 Stufen höher, ne? Kann passieren. Es kann auch sein, dass wir jetzt nur Einser drin haben oder 5 Einser und 6 Zweier oder so, ne? Also Ränge. Mal gucken, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ist ja interessant, wie viel noch diesen Koop-Kram machen, so. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt irgendeiner spielt, so. Miki, nein, bitte nicht. Ja, jetzt, wie, pff, ne? Konzentration. Ja. Oder willst du gleich als Erster verrecken? Werde ich wahrscheinlich. Ich habe dir jetzt ja genug Sachen gesagt. Guck mal, ich sehe Ja. gerade, Einser und Zweier haben wir drin. Wo siehst du das? Da steht doch da, die Ränge. Oh. Die fragt die wo, da steht. Guckst du nicht gerade auf die Liste, wo alle Spieler stehen? Ah, Teammitglieder. Okay. Ah, ja. So. Okay, also hier gewinnen wir entweder, wenn alle Gegner tot sind, oder wenn wir 1000 Punkte, jeder fängt aber 300 an, wenn wir 1000 Punkte erreicht haben. Ja, und ein Kill beim Gegner heißt, wir kriegen Punkte und die verlieren Punkte. Okay. Und andersrum natürlich genauso, ne? Jetzt volle Konzentration. Ja, weil die sind Zerstörer mit bei, ne? Du musst aufpassen, wenn die auf dich zufahren, dann hast du Probleme, dann hast du echt Probleme. Wenn Torpedos auf dich zukommen, dreh dein Schiff so, dass du nicht mit der Breitseite auf die Torpedos zeigst, also nicht mit der Seite, sondern versuch dein Heck zu drehen oder also entgegenzufahren, dass du sozusagen durch die Torpedos fährst, ne? Oder dass sie an dir vorbeiziehen, so, ne? So. Wir fahren mal so in den C-Bereich mit halber Kraft. Mit halber Fahrt. So Okay. ganz vorsichtig. Hier ist noch ein Zerstörer neben mir, Iron Sky, aber scheint so, als ist er AFK oder hat noch einen Ladebildschirm. Und die Zerstörer sind weitaus schneller als jedes andere Schiff, ne? Eigentlich sind die gut zum Aufdecken von anderen Schiffen. Ja. Fahr mal ganz links erstmal. Und nur mit halber Fahrt. Ja, ich bin auf halber Fahrt. So, da sind schon Gegner, wie du siehst. Also ich sehe schon welche. Da ist einer vor dir. Das ist kein Gegner. Das sah so aus, ja, ich weiß, das sah so aus, als ob gleich mit dem Nee, nee, das kollidieren ist noch würdest. über einen Kilometer entfernt. Aber ich sehe da hinten Emden, Hermelin, Chikuma. Oh ja. Aber die sind noch weit entfernt. Okay, die Chikuma ist Rang 2, die hat eine höhere Reichweite, ne, aber auch unter 10 Kilometer, also solange die alle über 10 Kilometer entfernt bleiben, alles gut. Ja, bei Zerstörer musst du aufpassen, also später erkennst du den nicht mehr so schnell. Da kann es sein, dass die 3 Kilometer entfernt sind und plötzlich kriegst du nur mit, dass Torpedos auf dich zukommen. Oh, scheiße. Ich habe hier einen, hier ist ein Zerstörer. Da ist aber hinter dem Berg. Ja, für mich, ich sehe ihn, ich habe auch Treffer reingeknallt bei ihm. Okay, er hat sich. Versteckt. Ja, Zerstörer haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich einzunebeln. Manchmal siehst du so Nebel, dann weißt du, da ist irgendwo ein Zerstörer. Das sind so Rauchbomben. So, und da ich ihn jetzt nicht sehe, drehe ich lieber und gehe auf volle Fahrt, damit ich schnell genug bin, um eventuell Torpedos auszuweichen.
bist ja ganz weit weg. Kannst du privat schießen? Ich sagte doch gerade, pass auf, da ist ein Zerstörer in der Nähe. Ja, ich drehe ja. Und das sind schon Torpedos, ja, das sind die Torpedos. Ja, die kommen auf dich zu. Der fährt rückwärts jetzt, der Wichser. Ich krieg einen ab, Ich krieg noch einen ab. Er versenkt mich. Ja. Oh, ich hab. Er hat mich versenkt. Weil, er fährt zum Beispiel einen japanischen Zerstörer. Mhm. Der hat weniger Torpedos, aber, oh Mann, aber eine höhere Reichweite. Hörst du mir zu? Du musst mir jetzt schon zuhören. Ja, der hat eine... Oh, schwerer Schaden. Das wird ja was hier, ey. Oh. Zerstörte Kaiser Franz. Ja, würde ich sagen, machen wir noch eine Runde, oder? Ja, klar. So, das ging ja flott. Läuft da richtig gut mit dir? Ne, jetzt übertreib nicht. Jetzt übertreib nicht. Ich hab ja auch ein paar Mal. Das ist ja wichtig. Bis gleich, ihr Vögel. Gut. Noch eine Runde. Mhm. Hallo again. Mhm. Ja. Das war nur Training. Ja, klar, weil jetzt wird es erst richtig schlecht. So, also wie gesagt, merkt ihr alles, was ich gerade gesagt habe, ne? Ja, ich tue alles, was in meiner Macht steht. Denn ich bin Pro-Gamer, ich weiß, wie es läuft. Mhm. Nee, das Leute, das ist der Pro-Gamer. Ja. Pro-Gamer, ja. Gamer. Nee, aber das war echt blöd, ey. Scheiße. Eben gerade. Ja. Ich sehe noch diese verkackten Torpedos und denke mir so, puh, treffen sie ja nicht, ne? Dass sie voll in meine Richtung kommen. Obwohl, ich habe überlegt, wäre ich schräg gerade ausgefahren, hätte es mich vielleicht nichts getroffen. War ja egal. So, hier haben wir auch 1 und 2 mit drin. Diana, oh, das Ding wollte ich mal haben. Diana wollte ich mal haben. Aber das ist auch so ein, irgendwie so ein Premium-Ding oder so. Da haben sie nämlich auf eBay, haben sie von der Gamescom diese Kärtchen verkauft, wo der Code draufsteht, um die zu bekommen, ne? Ja. Ja, ich habe da mal drauf geboten, aber mehr als 5 Euro wollte ich irgendwie nicht ausgeben, ne? Aber ich glaube, da, ich war dann bei 5 Euro und dann hat mich einmal 5,50 überboten. Ich glaube, da hat einer gesagt, Atze, biet mal mit für mich, ich will das nicht unter 5 Euro verkaufen oder so, ne? Mhm. Kaiserin Franzi. Ja, Kaiser Franz haben die hier geklaut. Eigentlich müsste ich recht auf diesen nehmen. Also ich fahre jetzt zu A. Die Schlacht beginnt. Ja. Und fahre mit halber Fahrt und bin erstmal vorsichtig, ne? Und manchmal kommen da plötzlich welche hinterher hervor, ne? Und dann ist Feierabend. Und oben siehst du diese Zeichen, ne? Mhm. Daran siehst du, auf jeder Seite sind 3 Zerstörer, das sind die Dreiecke und der Rest ist alles Kreuzer. Mhm. Eine steht immer noch hier. Guck mal, hier ist schon einer mit der Dresden. Überleg gerade, ob ich den einmal rammen will. Ich ramm den mal hier. Vielleicht, ich glaube, der schläft oder so. Look at me! Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Jetzt bewegt er sich. Okay, dann ramm ich mal so weg. Ich gebe mal ein bisschen Gas. So, komm. Ah, du Motherfucker. Ja, gib volle Fahrt, ne? Wichser! Lass dich doch mal rammen, Mann. Ich glaube mir fast, der denkt sich, was will der von mir hier mal im Arsch? Bin echt nur ein Spucker entfernt, ne, von ihm. Ja, ich sehe es. Gut, egal. Ich war zu langsam. Oh, ich habe hier ein bisschen Ping-Probleme, sehe ich gerade. Aber wenigstens ist nicht so schlimm wie gestern, wo dann einfach das Spiel mal irgendwie einfriert, so, ne?
Oder so, als auf der Stelle sich weiter bewegt, so. Oder auf der Stelle bleibt, so. So, auf der Minimap siehst du gerade, der Gegner capt schon B und C. Ich versteck mich diesmal hinter euch. Mach das mal. Wird bestimmt viel bringen. Achso, wenn du mal irgendwann oben einen siehst, der rot markiert ist, also so pinkfarben meine ich, ne? Dann weißt du, das ist ein Teamkiller. Ach so. Und ich hab, also bisher habe ich die nur pinkfarben gesehen, aber ich habe angeblich, dem Gerücht zufolge ist so, wenn die das öfter machen, dass sie rot werden. Das heißt, sie landen bei dir im Team, aber du kannst sie abschießen und kriegst dafür auch keine Strafe mehr. So ungefähr wie, knallt den Wichser mal weg, dann weiß er, was los ist. Ja. Oh, der Gegner hat schon einen verloren. Oh, hier ist einer. So, der wollte capen und da kommt noch einer. Drei, zwei sind es jetzt, ja. Die sind aber noch zu weit. Ja, aber ich werde schon beschossen. Da kommt noch einer. Ich muss drehen. Ich kann hier nicht bleiben jetzt. Oh, ich muss zusehen, dass ich hier wegkomme. Irgendwie konzentrieren sie sich gerade auf mich. Ich weiß auch nicht wieso. Und da ist noch einer. Das sind vier Leute. So, weil es so viele da sind, fahre ich jetzt Schlangenlinien. Das heißt, ich kann nicht mehr genau zielen, aber ich muss zusehen, dass ich irgendwie nicht getroffen werde, ne? Dreh mal ab, das sind zu viele, weil der eine wird hier gleich zerlegt. Dreh dich weg da, ne? Ja, ich dreh doch. Dann schieß lieber aus der Reichweite, wo du bist, aber trotzdem genau abdrehen. Versuch mich mal nicht zu rammen. Ach so. Oh, du bist getroffen worden. Ja, schon mehrmals. Oh, die schießen noch. Ja, ja. Die haben echt irgendwie, weiß auch nicht, was mit denen los ist. Dann fahr ich lieber nicht hinter dir. Der eine ist gleich weg, aber ich hab auch, bin nicht mehr in Reichweite. Ja, die Dresden kommt noch besser ran. Die hat höhere Reichweite. Das bringt ja gar nichts hier. Okay, einen hat er versenkt, ey, aber da sind ja immer noch vier, ne? Wir sind nur zu dritt und alle getroffen hier. Ja. Außer ich bin noch nicht getroffen. Oder dann kannst du reindrehen. Oder wir sind jetzt hardcore und drehen hier einfach weiter. Treffer. Ich glaube. Uiuiui. Ich habe schwere Treffer abbekommen. Ich verpiss mich hier echt. Ich sehe es. Ich habe nur noch 75% von meinen. 25% von meinen eigentlichen Lebenspunkten. Oh, du kriegst auch ein bisschen was ab, ne? Vielleicht so. Ich hab noch gar nichts. Naja, aber die sind dabei. Ja, ich sehe es. Jetzt müssen wir, guck mal, die Dresden. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ja, konzentriere dich mal auf die Dresden. Du musst halt jetzt während der Fahrt drehen und zusehen, dass deine Geschütze immer auf die Dresden zeigen, irgendwie. Das ist sehr schön, dass du da erzählst, aber wo steht da Dresden? Das ist das Schiff, welches sich gerade von den anderen so wegbewegt hatte. Matley 696. Ja, musst du einstellen, sag ich dir gleich. Du hast wahrscheinlich nicht eingestellt, dass sie angezeigt werden. Scheiße, das ist echt knapp hier. Scheiße. Sind ja auch alle außer meiner Reichweite. Ich meine, rein technisch schlagen wir uns besser. Die haben schon mehr Schiffe verloren, ne? Aber wenn das so weitergeht hier. Ja. Irgendwo ist da eine Dresden. Da
Also zwei kommen jetzt relativ nah. Die habe ich auch gleich in Reichweite. Oh, jetzt ist eine. Wie gesagt, die ganze Zeit in Bewegung bleiben, auch ausweichen und so, ne? Jetzt bin ich getroffen worden. Bin ich. Scheiße, Verrecke. Oh, ich krieg hier einen Treffer nach dem anderen. Ja, ich bin weg. Diese verkackte Dresden, weil die Reichweite höher ist, hat mich weggefickt. Ey, fahr schneller, gib volle Fahrt und dreh weg da. Da ist einer viel. Der hat noch gar keinen Schaden erhalten. Auf den du gerade geschossen hast. Ja, ja. Komischerweise interessiert er sich gerade nicht für dich. Konzentrier dich auf die schon mehr Schaden erhalten haben. Ja, du musst auch mal schießen jetzt. Ja, ich kann irgendwie nicht schießen. Vielleicht hast du Schaden erhalten, dann musst du reparieren. Jetzt bummst du dich weg. Jetzt brennst du. Jetzt drück R. Hab ich doch. Ja, dann hast du es ver. Ja. Da ist einer hinter dir, der ist fast weg, aber. Boom. Mein schöner Schiff. Oh, ich muss ruhig bleiben. Ruhig, ganz ruhig, Knopf. Also da war ein Schiff, das hättest du mit zwei Treffern versenkt. Mhm. Ja. Und der fällt jetzt gemütlich weg. Mit seinen 293 Leben, die er noch hatte. 293, 95 hat er jetzt. Okay, jetzt ist er weg. Ja. Ja. Ausatmen. Ja, irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Ja, gut. Ne, aber dann, ja, und so, ne. Ja, dann fahren wir mal. Ich würde mal sagen, ich würde vorschlagen, wir fahren mal Rang 2. Ne? Alles klar. Bis dann erstmal, ne? Ciao, ciao. Abonnieren, ne? Alles klar.